Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation Empire hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier fleißig bei unserem Kohlewerk und allem und haben in den letzten Folgen hier die Abfahrt neu organisiert und ich mache mal fix ein Foto davon, weil wir das in dieser Folge ändern werden. Wir können jetzt hier die Forschung claimen, die ist durchgelaufen, können dann in die Forschung gehen. Da hier oben und können unlocken den Claw, also Unlock Claw Track Truck Loader. So. Tack. Angelockt. So. Der kostet uns 7000. Wenn wir ihn dann benutzen wollen. Und dann müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir ihn benutzen können. So. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal ein paar Crates verschwenden. Ich weiß, aber. Das werden wir jetzt hier mal abbauen, abreißen, alles hier. Dann gucken wir mal, wie wir ihn verwenden können. Wo ist denn hier jetzt das Förderband? So. Und so. So, gut. Jetzt haben wir auch ein bisschen Geld. Dann können wir hier auch mal ein bisschen was bauen. So, der hat ja sogar noch eine Priorität. Dann gucken wir mal hier, wenn wir den hier hinsetzen. So, den können wir hier wunderbar drüber setzen. Guck mal, der hat sogar 10 Punkte. Gibt es größere Trucks? Man weiß es nicht. So, der hat jetzt 10 Upload-Punkte. Das ist ja echt merkwürdig. Warum hat denn der 10? Oh, na gut, okay. So, und dann können wir den nämlich hier jetzt einfach so nehmen und dort anschließen. So. Ich glaube, ich hätte ihn einfach auch mal drehen können. Wäre auch cool gewesen. Aber gut. Steht aber schön schon mal hier in dieser. Ich habe mich schon gefragt, was das für eine Fuge ist, die hier ist, aber die ist wahrscheinlich genau dafür da. So, dann können wir hier mal Play drücken und jetzt müssten wir hier eigentlich Kisten haben. Die haben wir hier aber nicht. Das heißt, dann werden wir hier mal ganz kurz wieder die Verbindung herstellen, dass auch hier Kisten abgelagert werden können. Was ist jetzt überhaupt los hier? Wir müssen jetzt hier sowieso Stau und Stock nach Verkehr, ne? Weil hier die Kiste vorsteht? Hä? Was ist hier los? Das steht voll. Irgendwas ist hier gerade komisch. Na gut, gucken wir mal. So, und dann fahren die hier im Kreis rum und dann laden die den auf. Und dann haben die hier schon mal eine Kiste dorthin gebracht. Das ist schon mal ganz gut. So, keine Ahnung, warum jetzt, weil hier eine Kiste davor stand, dass hier alles nicht mehr weiterging. Das kapiere ich noch nicht so ganz genau. So, und das funktioniert super. Wie wir sehen. Klar, logisch, jetzt ist kein LKW da, aber das macht ja erstmal nichts. Dass wir das denn hier natürlich auch so umstellen werden jetzt. Ne? Also, hier wieder Kisten versauen und so weiter und so fort. Geld kriegen wir dadurch genügend rein. Wir werden auch den mit anschließen hier. Dann müssen wir mal gucken, dass die hier durchlaufen. Ich werde das noch ein bisschen umoptimieren, also umbauen hier, dass denn hier ein paar engere Bahnen sind und dass wir dann hier mit 4 Förderbändern rauskommen. Gut, da haben wir jetzt also viel zu tun. Wir haben in dieser Folge also sehr viel Baukram. Und dazu machen wir jetzt erstmal die Pause rein. Dann haben wir nämlich 50.000 jetzt erstmal zur freien Verfügung und können hier jetzt erstmal ein bisschen was machen. So, den LKW kann ich jetzt nicht verkaufen hier, weil da ein LKW draufsteht. Das ist ja toll, oder? Geht das? Doch, geht trotzdem. Mal gucken, was der LKW am Ende macht. Da bin ich ja mal gespannt. So. So, bin ich echt gespannt, was die LKWs jetzt hier am Ende machen, wenn ich jetzt alles unten drunter wegverkaufe. Das ist natürlich schon ganz schön frech, ne, was ich hier mache. Kann man eigentlich großflächig abreißen? Ja, nichts Falsches mit abreißen, ne? Ja, genau, das wollte ich ja nicht vermeiden. Denn wenn ich hier jetzt da dabei bin, dann könnte damit mal ist die ganze Fabrik weg. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und zu viel wiederbauen ist auch natürlich auch scheiße. So, was ist ein Strommast? So, warte mal ganz kurz. Move mal die ganzen Claws. So. Da haben wir wieder Strom abgebaut. Da bin ich echt mal gespannt, was die LKWs machen, wenn da keine Straße mehr ist. Die jetzt da einfach so stehen bleiben. Oh Gott.
Nicht, dass das Spiel kaputt geht, jetzt der Spielstand dadurch crasht. Oder ob die einfach despawnen. Weil ich das jetzt hier einfach so ganz wild baue. So. Das sieht aber schon, also eigentlich, guck mal, das, man hätte, naja. Ja gut, man hätte das die Tür da und da eine Tür, ne? Naja gut, dann machen wir da so Türen hin. Das kriegen wir schon hin. Ein bisschen zu breit für gleichmäßig vier Türen verteilen, ne? Also zu breit für vier Türen verteilen, klingt auch ein bisschen schwierig, aber ist ja leider so. So, remove die Claws hier, so. Und jetzt müssten einige drauf sein, ne? Ne, die sind schon weg. Okay, das habe ich durch den Abriss irgendwo hingekriegt, okay. Gut. Dann reißen wir das hier noch ab. Ganz großer Umbau. Oh Mann, das wird natürlich auch wieder so eine spektakuläre Aktion jetzt hier. So. Da kommt Förderband raus, da kommt Förderband raus, da kommt Förderband raus. Sieht ja schon mal komisch aus, oder sieht erstmal ganz gut aus. So, dann machen wir jetzt erstmal hier die Schienen wieder ganz hier. Das können wir ja so nicht lassen. Achso, da habe ich so ein Teil rausgerissen. So. Hier ist ein gerades Stück verloren gegangen und hier ist ein Kürbchen verloren, eine Kurve verloren gegangen. So. Gut. So, dann ist hier Strom verlustig. Auf ganzer Ebene. Ah ja. So. Gut. Okay, dann haben wir das schon mal. So, dann müssen wir mal gucken, wie eng wir jetzt das zusammenstellen können. Also theoretisch müsste es ja gehen, dass die so direkt aneinander stehen. Cannot build hier. Ja, das dachte ich mir fast, wo da jetzt ein LKW steht. Kann ich mal ganz kurz. Okay, die despawnen einfach. Sehr gut. So, so dicht beieinander könnten die ja theoretisch stehen. Hoffe ich zumindest, dass ich jetzt hier, gut, jetzt habe ich die natürlich auch total wild hier hingebaut. Ja, das kann man so machen. Okay, das ist gut so. Dann würde ich sagen, fangen wir damit mal an, dass wir hier dann zwei davon haben, die quasi direkt vorm Ausgang stehen. So, und hier müssen wir dann einmal Platz lassen, damit wir die Kurve drumherum kriegen. So. So soll denn meine Abfahrt sein von hier. Ah ja. Das ist doch noch zu nah dran. Okay, da. So. Kein Problem. So. 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 Passt auch viel besser. So. Frage ist, ob wir dann jetzt auch wirklich so enden. Aber müsste eigentlich klappen, ne? Das ist ja eine gerade Anzahl. Das war ein bisschen zu schwungvoll. So. Nee. Dann halt so. Wenn du das möchtest, machen wir das natürlich auch gerne so. So. Das sieht doch schon mal nach den Versuch aus, eine Ladestation hinzukriegen. Wir müssen natürlich die andere Ladestation da hinten jetzt auch noch umändern. Aber hier will man natürlich erstmal versuchen, das mit den Klammern jetzt so hinzukriegen. So, und jetzt gucken wir mal, wenn wir das hier draufstellen. Von da kommen sie an. Kann man das nicht nebeneinander stellen? Kann das Bild hier? Ich werde wahnsinnig. Das kann man nicht nebeneinander stellen.
Warum das nicht? Och, Manu. Na gut. Okay. Plan 2. Ist ja kein Beinbruch. So. Machen wir es einfach. So. Sollte ja auch gehen. Das sieht andersrum aber viel schöner aus. So. Das sieht doch schon mal richtig nach einer Verladestation aus, hä? Das hat doch schon mal Gesicht hier. Ah. Mitten im Bau. Ah, Heizspirale. Naja gut, könnte auch ein Tauchsieder sein. Was hast du heute gebaut? Entweder eine Transportstrecke oder ein Tauchsieder. Entschuldigung. Muss jetzt einfach sein. So, jetzt müssen wir hier natürlich reingucken. Jetzt müssen wir hier natürlich diesen ganzen Schrapel hier hinten können wir jetzt natürlich vergessen und das ein bisschen verändern. Und zwar können wir jetzt hier grob erstmal auch ein bisschen Geld sparen. So. Den Träger machen wir hier auch nochmal alles raus. Alles aus. Deutschland ist Weltmeister. Wir versauen hier natürlich auch ziemlich viel Material jetzt. Das ist alles mir bewusst, aber total egal. So. Wenn ich das mal so sagen darf. Da bin ich jetzt mal rigoros, dass ich einfach sage, das ist mir gerade mal Schnuppe. So. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Na gut, das Förderband hätte ich jetzt nicht wegmachen müssen unbedingt. So. So, dann machen wir nochmal, machen wir hier das Gebäude von außen an. Dann machen wir nämlich Folgendes, damit das wieder alles gleichmäßig aussieht. Machen wir einfach überall Fenster rein. Hm? Irgendwelche Einwände? Ja? Egal. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut, theoretisch könnte man jetzt für jeden Einzelnen hier eine Förderband rauslegen, will ich aber gar nicht. So, dann legen wir jetzt Strecken. Claw Track. Quasi von. Red ich mal. Danach. Da. Und von hier geht's dann irgendwo in dieses Häuschen rein. So. So. Irgendwo in dieses Häuschen rein. So. So, irgendwo in dieses Häuschen rein. Warte mal. Ah, das sieht. Warte mal. Das sind schon eher. Okay, Moment. Okay, dann gehen wir hier da lang. So, du gehst hier ganz außen in das Häuschen rein. Du gehst hier in das Häuschen rein. Ja. Ist der jetzt da in der richtigen Höhe oder nicht? Ja, doch, passt. Der passt auch. So, wo ist der hier, der Ausgang? Der Ausgang ist hier. Da ist da einer raus und hier ist ein Förderband. Hier geht er raus. So.
zu lang. Definitiv. Und einkürzen. So. Na. So. Wenn das nicht toll ist, dann weiß ich aber auch nicht. Geld haben wir noch. Danach entscheidet sich, wie viele Förderbänder wir jetzt hier überall machen. ...25.000 gehen überall. So. Warum könnte ein bisschen OP sein? Was? Ach, warte mal. Das ist nicht schön hier. Das ist nicht schön hier. Das müssen wir nochmal ändern. Momentchen, bitte. One moment, please. Das ist nicht schön hier. Das ist das, wo wir von außen reingebaut haben, wo wir es von drinnen gebaut haben. Da haben wir es schöner gemacht. So, gut. Dann müssen wir nämlich hier. So, von hier an. Einfach hier raus. Und da dran. Und dann kommt hier für 25.000 ein Förderband hin. Sehr schön. So. Das ist ja nur für die Drohnen. Das heißt also, da kann man das dann hier alles auf Non lassen. Das sieht doch mal nach einer richtig sauberen mir gefällt das. Das sieht gut aus. So, jetzt können wir dann noch das Standardförderband einfach bis da dran machen. Bis das Förderband voll liegt. Sollten. Ah, da haben wir jetzt wieder eine Ecke reingebaut, die da nicht reingehört. Wieder, ne? Ein bisschen fickerig. So. Huge. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also hier kann voll produziert werden. Hier kommt das dann hin, dann kommt das da hin und wird da abgeladen und dann können hier die LKWs kommen. So. Ein paar sind zwar despawned, das macht aber erstmal nichts. So, hier haben wir ja den einen weggelöscht. Sieht man gleich, da fehlen ein paar. So, jetzt geht das hier dann drauf. Okay, so. Jetzt muss man nur noch die ganzen Claws quasi drauf machen. Theoretisch bräuchten wir 12 für eine volle, ne? Also müssen wir das Ding durch... Oh Gott, das ist ja gar nicht mal so billig. Müssen wir es durchaus voll knallen. Aber wir machen... Na, wir machen erstmal bloß half. Genau, deswegen machen wir nur half. Nicht, dass uns hier das Geld ausgeht. So. Demolition, ne. Bloß nicht. Weiter geht's im Text. So, jetzt hat hier jede 6 Krallen. So. Und da kommen auch schon die ersten LKWs hier vorne an. Das sieht auch sehr schön aus. So, die sind natürlich eine ganze Weile unterwegs. Hier, das macht aber nichts. Denke ich mal. Wir müssen nur gucken, ob die dann in der Zeit mehr als 6 hier produzieren oder weniger als 6. Wenn die mehr als 6, müssen wir mehr Krallen dran machen. Ansonsten geht das. Achso. Natürlich. Ah, mein lieber Herr Gesangsverein. Ah, wenn man natürlich jetzt hier die Lüfter vergisst anzubauen. Na, jetzt hat man natürlich auch kein Geld. War ja jetzt zu erwarten. Na komm, LKW. Fahren LKW raus, bitte. Danke. Können wir schon den ersten Lüfter nehmen. So. Okay. So, jetzt liften die da mal 6 ab. Das sieht schon mal sehr gut aus. Na, das dauert natürlich alles hier. Aber es ist besser als wieder mit den Drohnen. Definitiv besser. So, und das ist der LKW voll. Zack, oder kann er die jetzt doch reinfahren? Ist das cool? Das funktioniert? Das ist ja cool. Cool. Warte mal, kann ich hier eine Kameraperspektive, wie ich hier auf der Ebene von dem LKW unterwegs? Ach, guck mal, das ist doch mal eine schöne Kameraperspektive. Sehr schön. Also das Spiel macht auch noch schöne Bilder. Nicht nur, dass es sehr interessant ist, dieses alles rauszuknobeln und rauszufinden und diese ganzen Teile zu nutzen hier.
Also wie sie auch funktionieren. Schöner wäre natürlich, wenn alle 6 gleichzeitig quasi das absetzen könnten, aber ich glaube, das kann ich kann die jetzt hier nicht einstellen, dass es gleichzeitig geht. Aber so generell, so hier kommt dann ab und zu mal ein LKW vorbei und dann fahren hier LKWs raus. Und dann haben wir jetzt diese Fabrik endlich auch so angeschlossen, wie sie es für diese Fabrik gehört. So, was ist hier hinten los? Achso, gut. Und dann müssen wir bloß mal drauf achten, wie es denn so ist mit der Produktion jetzt hier, wie die Kisten denn sich hier verteilen und so, ne? Und dann läuft das hier ja schon seinen doch recht ruhigen Gang eigentlich. Also es sind immer LKWs unterwegs, es fahren immer welche. Die Dinger können immer abladen, weil mindestens immer ein leerer LKW da ist. Guck, da fährt der nächste leere schon wieder da rein in die Buchte, der fährt dann da rein. Sehr gut. Sehr schön. Das große Geld verdienen kann losgehen, würde ich sagen. Und wir haben etwas, was wir für hier genauso bauen müssen. Beziehungsweise hier werden wir jetzt uns quasi hoffentlich so viel Ware zusammenkriegen, dass wir den Kombinierer erforschen können. Da brauchen wir nur 2000 Kilo mehr. Geforscht haben wir genug dafür. Und dann könnten, dadurch, dass jetzt hier hinten doch deutlich der Absatzmarkt wahrscheinlich steigen wird an Materialien, könnte es durchaus sein, dass wir die 6000 Kilo irgendwann mal erreichen und wir dann den Kombinierer haben. Bis dahin müssen wir wahrscheinlich aber nochmal genau so ein Ding aufbauen hier fürs Gold. Ja? Also dieses Gold hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kann ich den Einlass dafür bauen? Ne? Den Einlass kriege ich garantiert nicht auf der Seite mehr hin. Den muss ich dann auf der Seite... Ach, guck mal, hier oben haben wir noch Eisen. Ne? Oh ja, da haben wir auch noch Eisen. Ich weiß noch nicht, wie sie das sich vorstellen mit den vier, mit den Einlässen. Ob ich eventuell den Auslass denn hier danach an dem Einlass dann doch immer hinmachen muss, damit ich hier noch ein... Ne? Also dass wir dieses ganze Konstrukt nochmal hier hin verschieben müssen. Die Fabrik um 90 Grad drehen. Und dann quasi mit der Schiene das da ran und dann dahin transportieren. Damit wir da vielleicht eventuell hier noch einen Einlass reinkriegen, damit wir hier diese Goldfabrik quasi entladen können. Und irgendwann kommt ja hier dieses Öl. Und ist hier hinten noch irgendwas? Nee, da ist nichts mehr. Hier ist ja sowieso Karten ran, ne? Glaube ich, oder? Irgendwo ist hier ja der Kartenende. Kann das sein? Und hier, da ist Kartenende, ja genau. Also hier ist sowieso Kartenende. Also das Öl liegt auch schon in der letzten Ecke. So, gut. Okay. Aber ich glaube, das ist sehr kompakt gebaut für 4 Lanes mit Veredelung. Kann man so übernehmen für Eisen, kann man so übernehmen für Gold, kann man so übernehmen für Kohle. Ich weiß noch nicht, wie es ist denn mit anderen Sachen. Und ja, wir könnten dann definitiv, wenn der Kombinierer geht, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber 4600 Kilo ist natürlich schon echt eine Hausnummer. Also da haben wir schon mal richtig Spaß dran und hier können wir auf jeden Fall auch Drohnen loswerden. Da haben wir jetzt eindeutig zu viele von. Wir können hier noch ein bisschen was abreißen, was wir nicht mehr brauchen. Das spart auch noch mal ein bisschen Geld, beziehungsweise spült wieder Geld in die Kasse. Und wir können hier natürlich wieder noch ein Forschungszentrum anschließen. Da werden wir noch ein paar mehr Forschungspunkte bekommen. Hier können wir schon wieder claimen. Das machen wir natürlich. Da haben wir 50.000 Punkte. Ich würde sagen, damit machen wir unsere Claws noch mal ein bisschen schneller. Hier, so, dass die dann auch ein bisschen schneller fahren. So, sehr schön, das kostet mir nur 50.000. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Speed noch drin und dann ist hier der Abtransport. Aber der Abtransport sieht eh schon so aus, als dass hier weniger Kisten aktuell hergestellt werden, als wir in den Transport geben können. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ach, es ist so, das ist echt ein schönes Schauspiel. Das sieht echt gut aus. Warum hat er jetzt hier nicht abgeladen? Ach so, weil dann hier die... Ah ja, okay, hier müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal quasi den Weg so verlängern, dass das hier nochmal... wenn die erste Claw keinen hat. Ah ja, okay. Das ist natürlich ein Problem. Ja, ich sehe schon, das ist wirklich ein Problem. Weil wenn jetzt die erste Claw quasi einen... Ah ja, okay. Und die wird ja meistens hier drauf dann abgeladen kriegen. Und die drei, ne? Die drei hinteren konnten nicht abladen, weil... Ah ja, okay. Da nicht genügend Weg raus war. Gut, okay. Dann machen wir das jetzt noch schnell. Dass wir hier sozusagen ein... Da müssen wir mal gucken, kriegen wir den hier auch einfach so da hinten dran gehangen? Jo, passt. Dass wir hier so einen Überstand haben. Dass die denn dann durchfahren können und dann auch die letzte Drohne quasi an den letzten LKW kommt. So. Dann kann nämlich auch ein teilbeladenes Teil dann nochmal den letzten dort abladen, ne, wenn es denn muss. Okay, gut, das haben wir dann auch geregelt gekriegt. Hier sieht es auch sehr gut aus mit den ganzen Materialien.
Auf der letzten Bahn wird wahrscheinlich nicht genügend Kohle ankommen. Das ist aber erstmal noch nicht so schlimm. So, gucken wir hier nochmal. 5000 Kilo schaffen wir so schon. Also eine ähnlich große Fabrik nochmal hier für das Gold. Wäre irgendwie ganz cool. Ich muss mal gucken, wie wir das hier hinkriegen mit den... Mit dem Ausgang hier. Was kostet mich eigentlich, wenn ich einen Trains nachher haben will? Ach ja, das kostet mich Gold und Stahl. Und 800.000 Punkte. Okay, der Kombinierer kostet 500.000 Punkte. Also da müssen wir jetzt schon dann auch drauf sparen, dass wir hier dann wirklich die nötigen Forschungspunkte haben. Gut. Dann würde ich sagen, das sieht schön aus. Das nicht. Was hier ist, wird da auch entstehen. Und auch dann dort schön aussehen. Und dann, oder wir könnten das Eisen hier nochmal abgrasen. Das Eisen und die Kohle hier. Ja, die können wir eigentlich auch zu Stahl machen. Dann kombiniere dazu. Hier hinten haben wir noch jede Menge Eisen. Ne? Das sind nochmal 5 Eisenteile, die man in so einer Viererfabrik wunderschön quasi dann hier in den Berg verschwinden lassen kann. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier ein paar Eingänge reinbauen. Eingänge, Ausgänge. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das denn so heizspiralentechnisch da aufgebaut kriegen, dass das dann gut abtransportiert werden kann. Ich weiß nicht, wie viel Stahl hier rauskommt nachher aus dieser Fabrik. Wir haben hier 3 Eisen, 3 Kohle. Das müssen wir jetzt zusammenbringen. Und ich denke mal, dass ein Eisen, eine Kohle zu einem Stahl werden. Und dass dann hier natürlich weniger Abtransport ist. Aber das natürlich sich finanziell und gewichtstechnisch, weiß ich nicht, Steel Plates, 13 Kilo. Preise, Steel Plates, 2700. Also 1300 plus 1500. Sollten eigentlich mehr 2700 ergeben, also vielleicht sind dann da bei den Steel Plates auch dann auch ein bisschen mehr dabei, ne? Vielleicht kriegt man ja auch in der Kombination eine Kohle, ein Dings gehen rein und es kommen 2 Stahl raus. Das wäre eine anständige Veredelung und das ist natürlich dann auch strebenswert oder erstrebenswert, dass man das dann so macht. Dann könnte man nämlich von hier hinten noch das Eisen rüberholen irgendwie mit Gleisen. Ja, das könnte man noch machen. Wir könnten uns das Eisen von hier noch mopsen. Das kriegen wir auf jeden Fall hier noch mit unter. Also ich sag mal so, wenn ich hier jetzt, na gut, ja, so viel, ja, einmal die Claws für die Seite raus, einmal Claws für die Seite raus. 1, 2, 3, 4, 5 Produktionsketten hier unten drin. Wird man hinkriegen, ne? Na gut, okay. Genug fantasiert. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall hier diesen Bereich auch umbauen. Genügend Geld haben wir jetzt. Wir verdienen uns jetzt echt wirklich dumm und dämlich. Diese Forschung war extrem wichtig und wir haben fast die 6000 Kilo erreicht gehabt. Oh, das ist natürlich schade, dass das jetzt um 40 Kilo nicht geklappt hat. Da muss dann natürlich nochmal ordentlich nachgeholfen werden. Das ist natürlich ganz, 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 ganz schade, weil sonst hätten wir unseren Kombinierer schon fast gehabt, wenn wir die benötigten Forschungspunkte hätten. Haben wir aber noch nicht. Kriegen wir aber bald. Bis denn. Tschüss.